Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppi und willkommen zum Feedflash. Heute am Dienstag wieder mal unterteilt in 4 Videos und das sind die Themen. WhatsApp, doch kein Nutzerverlust? Pferde in DayZ und finaler Release-Termin Console Wars im Kino? Und Microsoft bei Dailymotion YouTube-Angriff? Los geht's mit WhatsApp. Frisch nach der Übernahme durch Facebook kündigten viele das Löschen von WhatsApp an. Sollte also in den Daten zu sehen sein, oder? Die haben doch sicherlich Millionen Nutzer verloren. Nein, nicht wirklich. Sogar ganz im Gegenteil. WhatsApp hatte in der Woche 15 Millionen aktive Nutzer mehr als vor der Ankündigung durch Mark Zuckerberg. Diverse Alternativ-Apps haben auch extrem zugenommen. Apps wie Threema, die um einiges sicherer sind als WhatsApp, hatten teilweise Serverprobleme wegen des massiven Ansturms an neuen Usern. Warum ist WhatsApp so schnell nicht tot zu kriegen? Nun, erstens sind viele gewohnt an die App und zweitens hat sie immer noch das eine Feature, das kaum ein anderer bietet. Bequemlichkeit. Man braucht nur seine Telefonnummer, um die App nutzen zu können. Kein Anmelden, kein Username, kein Passwort. Das Erfolgsrezept ist gleichzeitig auch der größte Minuspunkt der App. Doch die meisten dort draußen sind halt lieber faul als sicher. Ist das bei euch auch so der Fall?